Heute in der Sendung starkes Warnsignal im DAX, SUSE, Redcare Pharmacy und Südzucker liefern Zahlen und wir haben ein neues Jahreshoch im Bitcoin. Das und mehr heute in der Sendung. Mahlzeit. Ja, es geht weiter abwärts im DAX. Ihr seht es im Hintergrund. Tiefrot ist hier heute die Farbe des Tages. Nicht weiter verwunderlich. FOMC-Meeting hat mal wieder gezeigt, dass die Minutes, also das, was bei dem FOMC-Meeting besprochen worden ist, relativ klar gemacht hat, dass die meisten Fed-Mitglieder hier dafür sind, weiter die Zinsen anzuheben. Das ist das, was gestern hier vermittelt worden ist. Im Prinzip nicht wirklich was Neues. Eigentlich genau das, was Jerome Powell auch in der letzten Pressekonferenz schon zum Besten gegeben hat. Nämlich, dass es eben mit der Inflation, besonders mit der Kerninflation, keine richtigen Fortschritte gibt, dass der Arbeitsmarkt weiter viel zu stabil ist, dass man nur eine kurze Pause eingelegt hat, um sich ein bisschen Zeit zu verschaffen, um ja vielleicht noch mal ein bisschen besser beurteilen zu können, wie sich denn die bisherigen Maßnahmen der Fed in der Gesamtwirtschaft niederschlagen in Amerika. Dass man aber insgesamt nach wie vor der Meinung ist, die Zinsen sind noch zu niedrig. Wir sind noch zu weit vom 2% Inflationsziel entfernt. Ja, und dementsprechend muss hier recht klar weiter gehandelt werden. Und weiter gehandelt heißt eben weiter die Zinsen erhöht werden. Und das schmeckt dem Markt im Moment nicht so gut. Müssen wir aber auch dazu sagen, der DAX ist hier besonders schwach im Moment. Wir werden uns gleich mal einen kleinen Vergleich anschauen mit dem Nasdaq. Dann sieht man mal, was hier im Moment die Stärke ist, die gespielt wird, nach wie vor Technologie. Und der DAX ist ganz schön in die Knie gegangen. 500 Punkte seit dem Hoch ungefähr. Und ich habe es gerade angekündigt, es gibt jetzt ein recht starkes Warnzeichen im DAX. Wir hatten schon vor der letzten Aufwärtsbewegung gesagt, na, so langsam knirscht es im Gebälk und wenn wir unter bestimmte Marken laufen, dann könnte das deutlich weiter abwärts gehen im DAX. Wir haben dann nochmal ein neues Hoch gesehen oder haben gesehen, dass die Märkte sich nochmal kräftig erholt haben. Jetzt geht es eben in den letzten Tagen ziemlich dynamisch nach unten. 500 Punkte vom letzten Hoch sind wir schon wieder runtergekommen, jetzt innerhalb von 3 Handelstagen. Das ist nicht besonders viel Zeit für einen recht großen Kurssprung und das könnte erst der Start sein. Also das Bild wird etwas unschön. Wir schauen uns das Ganze mal gerade kurz an. Wenn wir hier mal in die längere Frist gehen, auf den 6-Monats-Chart, dann sehen wir jetzt hier erstmal direkt den Vergleich zum Nasdaq 100. In blau haben wir hier den Nasdaq 100. Da sehen wir, der geht sehr dynamisch weiter nach oben und läuft die letzten Tage hier mehr oder weniger seitwärts, während der DAX deutlich weniger stark angestiegen ist und eben in den letzten Tagen ziemlich stark abwärts gerichtet ist. Gehen wir mal hier auf die Monatssicht, da wird es sehr deutlich. Nasdaq bleibt hier oben im Plus-Minus Nullbereich, DAX zieht doch recht stark nach unten im Moment und das ist natürlich etwas, was uns als Anlegern nicht gut gefallen kann. Ja, diese Bewegung, die hier doch sehr dynamisch nach unten zeigt, während der Nasdaq hier immer noch recht gut seitwärts läuft. Das ist aber im Prinzip auch das, was wir erwartet haben, dass die Technologiewerte weiter stark bleiben, insbesondere die großen Technologiewerte in Amerika, die eben hier ganz klar momentan die Kurstreiber sind. Naja, und beim DAX sind es natürlich Zinssorgen, Rezessionssorgen, denn wir sind in Europa rückwärts gerichtet mit dem Wirtschaftswachstum, auch in Deutschland rückwärts gerichtet mit dem Wirtschaftswachstum. Wir kriegen immer mehr schlechte Nachrichten aus China. Da ging es natürlich los, dass das Wachstum nicht in der Art stattgefunden hat, wie wir das gerne gesehen hätten. Jetzt kommen eben auch immer mehr Beschränkungen dazu und das betrifft eben alle möglichen Branchen. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur die reine Solarindustrie oder die reine Chipindustrie, sondern das betrifft auch Hersteller wie VW und Co., dass hier vielleicht bestimmte Produkte, bestimmte Grundstoffe, die zum Chipbau verwendet werden,
vielleicht aus China demnächst nicht mehr in dem Umfang geliefert werden, wie man sie denn braucht. Und ich kann da am Ende nur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Also wer gedacht hat, dass sich die Chinesen diese ganzen Ausfuhrbeschränkungen aus dem Bereich KI-Chips einfach so gefallen lassen, ohne da entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, der ist irgendwie falsch gepudert worden, glaube ich. Also von daher ist das am Ende gar nicht weiter überraschend, was hier passiert. Aber es zeigt natürlich, dass sich die Gesamtsituation deutlich verschärft und das ist eben negativ für die Märkte. Und wenn wir jetzt hier den Nasdaq mal rausnehmen und schauen uns mal die Bewegung vom DAX auf die letzten 6 Monate an und gehen hier mal in den Kerzenchart, dann kann ich euch jetzt hier ganz gut zeigen, wo das große Problem im Moment besteht. Wir haben hier ein kleines Zwischenhoch. Wir haben noch mal ein höheres Hoch bekommen und haben jetzt hier ein tieferes Hoch. Und das ist am Ende, so wie wir es jetzt hier sehen, nicht wirklich was anderes als eine inverse SKS-Formation. Und da hängen wir jetzt hier am Ausbruchsniveau zu dieser Nackenlinie, die hier läuft. Wenn wir das jetzt unterschreiten und vielleicht auch unter dieses Tief hier noch rutschen, dann sieht das alles andere als schön aus. Wir gucken mal kurz. Wir stehen dann hier so bei 15.700 Punkten. Wir waren im Hoch hier bei 16.400 Punkten. Das sind also mal locker 700 Punkte Range, 700 Punkte Bewegung. Und das würde bedeuten, die nächste Bewegung, der nächste Move im DAX, der könnte hier relativ schnell runterlaufen in Richtung 15.000 Punkte. Das ist im Prinzip alles andere als positiv, was wir hier sehen. Aber das ist das, was der Chart uns im Moment zeigt. Und da dürfen wir nicht wegschauen. Das ist eben das, was im Moment für uns wichtig ist. Ja, wir hatten das vor einiger Zeit schon mal gesagt, wenn es so in dem Bereich unter 15.7, 15.6 geht, na, da waren wir von diesem großen Unterstützungslevel ausgegangen, was hier so in dem Bereich liegt. Hier, dieses große Support-Niveau, da hatten wir ganz klar gesagt, wenn wir unter dieses Niveau gehen, dann sollte man sich überlegen, vielleicht Positionen, die so ein bisschen sluggish sind am Markt, die so nicht richtig gut anlaufen, vielleicht erstmal wieder rauszunehmen aus dem Depot, um dann eine Chance zu haben, später nochmal neu einzusteigen oder vielleicht die ein oder andere Short-Absicherung auch mal zu nehmen. Wir hatten ja auch hier bei Mahlzeit dann schon mal über das Thema Volatilität gesprochen. Auch das wäre natürlich möglich, mit Vola-Produkten sich hier abzusichern. Aber insgesamt, ja, müssen wir konstatieren, es sieht nach diesem letzten Versuch der Märkte hier nochmal etwas deutlicher nach oben zu laufen. Ja, nach diesem Versuch der Märkte, der hier ziemlich klar gescheitert ist, sieht es im Moment nicht besonders positiv aus. Wir können das Ganze hier immer noch klar als ABC-Korrektur irgendwo interpretieren und sagen, jo, danach sollte es dann wieder nach oben weitergehen. Aber das, was mir eben nicht so gut gefällt, ist diese mögliche SKS-Formation, die sich hier eben gerade im DAX ausbildet, wo wir jetzt an dem wirklich wichtigen Niveau, nämlich am Ausbruchsniveau zur Nackenlinie stehen. Also, das gefällt mir ganz und gar nicht, muss ich relativ klar so sagen. Und von daher wird es spannend, wie es die nächsten Tage hier weitergeht. Wir sind jetzt mehr oder weniger am Entscheidungslevel. Der DAX hat vielleicht noch so eine Range von 100, 150 Punkten, die er nach unten machen kann, ohne dass hier wirklich was Schlimmes getriggert wird oder ohne dass was passiert. Aber wenn es weiter nach unten geht, dann haben wir gerade gesehen, nächstes Kursziel 15.000. Das Kursziel, was dann danach noch folgt, wäre 14.500. Also durchaus möglich, dass wir hier vielleicht jetzt einen ziemlich schlechten Start ins zweite Halbjahr sehen, auch wenn das saisonal vielleicht nicht unbedingt zu erwarten wäre. Ganz anders sieht es im Moment aus im Bitcoin. Bitcoin auf Jahresbasis sehen wir hier sofort, neues 52-Wochen-Hoch, jetzt aktuell im Moment 2,3% im Plus. Ich gehe hier mal auf den Kerzenchart. Wir hatten uns das Ganze angeschaut. Das ist ein schönes Einstiegsniveau, wie ich finde. Wenn man hier aggressiv in den Märkten traden will, kann man das zu diesen Niveaus hier tun, kann sich hier etwas deutlicher unter 30.000 Dollar auch mit Stops platzieren, das Ganze dann entsprechend absichern für ein sehr dynamisches Kursziel, wie ich finde. Wir haben hier die Range so 31.000 hier bis runter 25.000, bringt uns also auf ein Kursziel von 37. Das hatten wir uns vor einiger Zeit schon mal angeschaut. Und jetzt ist im Prinzip das, was wir hier sehen, sehr, sehr schön für uns als Händler, denn wir sehen hier eine dynamische Aufwärtsbewegung, sehen in dieser dynamischen Aufwärtsbewegung ansteigende Volumina, haben dann hier diese Seitwärtsbewegung, diese Konsolidierung und sehen in der Konsolidierung deutlich niedrigere Volumina, die hier zuletzt auch nochmal zurückgekommen sind. Und jetzt wäre es spannend zu schauen, falls wir einen Ausbruch
nach oben hier jetzt sehen, der dynamisch läuft, was dann hier das Volumen macht. Und das würde ich dann gerne auch mit einer relativ großen Kerze sehen wollen. Und dann sieht das Ganze, was wir hier im Bitcoin im Moment sehen, wirklich sehr, sehr bullisch aus. Das wäre also, wie gesagt, so 37.000 Dollar wäre so die nächste Zielmarke. Und diese 37.000 Dollar, die halte ich nicht mal für übertrieben. Denn wenn wir mal schauen, wo in der Sequenz so die nächsten Widerstandsniveaus liegen, die liegen irgendwo hier oben um 38.000, 39.000 Dollar. Und das wäre das Niveau, wo ich denke, wo wir jetzt auch relativ entspannt hinlaufen könnten. Immer vorausgesetzt, dass die laufenden Bitcoin-Spot-ETF-Anträge von BlackRock, von Fidelity und Co. nicht gnadenlos durch die SEC einfach wieder abgeschmettert werden. Wenn das passiert, dann kann es natürlich genauso schnell auch wieder nach unten laufen. Und gerade dann ist es eben wichtig, gute Kursniveaus zu haben, bei denen man recht sicher sein kann, dass man seine Position da vernünftig abstoppen kann. Denn wenn es jetzt wieder deutlich unter die 30.000er Marke geht und auch deutlich unter diese letzten Tiefs, na, dann ist der Weg zur 25.000 nicht weit. Ja, wir wissen, dass die ganzen Cryptocurrencies relativ hohe Volatilität, und von daher wäre dann so ein Rücksetzer auf dieses letzte Unterstützungsniveau, auf dieses letzte wirklich große Unterstützungsniveau, was hier läuft, und das läuft bis hier rüber in den Bereich August, das wäre nichts Besonderes. Ja, und dementsprechend bietet sich das an, kurzfristigere Positionen dann auch hier vernünftig abzusichern. Und wenn wir dann unten drunter laufen in den Bereich 25.000, dann kann man natürlich hier, wenn sich hier eine Bodenbildung etabliert, auch wieder schauen, ob man dann zu tieferen Niveaus neu einsteigt. Aber im Moment ist das, was für uns hier zählt, die Oberseite. Und da würde ich jetzt vielleicht eine Bewegung erwarten, die so ähnlich aussieht. Ein Ausbruch, ein Test des Ausbruchsniveaus, vielleicht auch ein Test dieses Hochs dann hier noch im Nachgang und dann eben eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Immer vorausgesetzt, die ETF-Anträge laufen ungefähr so, wie wir das erwarten. Den Ölpreis habe ich für euch hier mal drin. Da sehen wir jetzt auf 3-Jahres-Basis, dass wir im Prinzip seit Mitte 2022 hier sehr stark abwärts gerichtet sind. Wenn wir jetzt aber mal in die kürzeren Ranges reingehen, dann sehen wir auf Jahresbasis, versucht der Ölmarkt hier gerade einen ganz interessanten Ausbruch zu generieren, nämlich quasi einen Ausbruch aus diesem Abwärtstrend. Da versuchen wir jetzt gerade hier kurz nach oben rauszukommen und in diese Richtung weiterzulaufen. Wenn wir uns das mal auf dem Kerzenchart anschauen und vielleicht hier mal noch die gleitenden Durchschnitte reinnehmen, den 200er und den 50er, ja, dann sehen wir, der Ölpreis, der schiebt jetzt gerade über den 50er gleitenden Durchschnitt. Das ist dieser Durchbruch hier. Und das ist im Prinzip auch das, was wir gerade gesehen haben. Ja, der Versuch aus diesem übergeordneten Abwärtstrend hier auszubrechen. Das finde ich jetzt ganz spannend, falls das klappen sollte. Also in dem Bereich über 72, deutlich über 72 Dollar hier wohlgemerkt im WTI-Öl zu kommen. Ich weiß, einige von euch schauen wahrscheinlich eher auf Brent. Ich bin sehr viel im Future unterwegs und handle deswegen sehr gerne auch WTI. Das ist im Prinzip so mein Hauptfokus im Ölmarkt. Aber ich schaue natürlich auch auf die Vorhersagen oder auf die Analysen der großen Häuser für den Bereich Brent. Und da gab es jetzt wieder eine neue Anpassung der Analyse von Morgan Stanley. Morgan Stanley hat die Analysen oder hat die Preisziele nach unten gefahren, sieht jetzt fürs dritte Quartal für Brent ein Kursziel so um 77,50 $. Jetzt müssen wir sehen, Brent liegt im Moment ungefähr 4 Dollar über dem WTI. Da liegen wir im Moment also irgendwo über 76 Dollar. Da sieht man jetzt, 77,50 war das alte Kursziel. Das hat man jetzt runter reduziert auf 75. Da, wo Morgan Stanley also bisher fürs dritte Quartal noch ein bisschen Upside-Potenzial gesehen hat, hat man das Ganze jetzt nach unten korrigiert und sieht jetzt eher Potenzial etwas weiter nach unten. Wie gesagt, bis in den Bereich 75 Dollar für Brent. Das wäre so ein Bereich 71 Dollar für WTI ungefähr. Und fürs vierte Quartal geht man noch weiter runter. Fürs vierte Quartal lag man ursprünglich bei 75 Dollar im Ziel und hat das Ganze jetzt nach unten angepasst auf 70 Dollar. Also nochmal 5 Dollar weiter nach unten. Und da würden wir dann hier wieder so im Bereich um 67 Dollar ankommen beim WTI. Das wäre also so das Kursziel für Ende des Jahres von Morgan Stanley. Das liegt dann ungefähr hier auf diesem
Support-Niveau, was wir hier haben, 66, 67 Dollar im WTI. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, denn das, was wir gerade gehört haben von Seiten der OPEC, das war der saudi-arabische Energieminister, der sich hier mal wieder zu Wort gemeldet hat, und er hat ziemlich klar gesagt, die OPEC und auch ihre Verbündeten würden quasi alles Notwendige tun, um den Ölpreis zu stabilisieren. Und alles Notwendige tun heißt, wenn man hier von der OPEC ausgeht, natürlich ganz klar Fördermengenkürzung. Jetzt hatten wir schon wieder Fördermengenkürzung in der Höhe von 1 Million Barrel am Tag von Saudi-Arabien, also von der OPEC, gemeldet bekommen. Die sollte erstmal nur über den Juli laufen. Die ist jetzt direkt schon mal verlängert worden für den gesamten August. Also es wird deutlich weniger Öl auf den Markt gebracht. Und jetzt kommt ab August eben auch noch Russland dazu, die gesagt haben, wir reduzieren auch noch mal um 500.000 Barrel. Es sind also 1,5 Millionen Barrel, die von Seiten der OPEC jetzt hier fehlen. Und dementsprechend denke ich, haben wir ganz gute Chancen im Moment hier eine weitere Stabilisierung vom Ölpreis zu sehen. Und vielleicht laufen wir jetzt hier auch noch mal in den Bereich Test des 200er gleitenden Durchschnitts. Der liegt im Moment so bei 77 Dollar. Der wird jetzt natürlich nach und nach weiter runterkommen. Aber wenn wir uns die Widerstandsniveaus anschauen im Öl, dann sind das vielleicht diese Niveaus hier. Ja, da liegen wir auch so ungefähr bei 77, 76, 77 Dollar. Also ich denke, wenn der Durchbruch nach oben jetzt gelingt und wir nachhaltig über den 50er drüber laufen, das wäre ja hier zum ersten Mal im Prinzip seit März der Fall, wo wir drüber gelaufen sind, dann sind wir relativ schnell wieder zurückgefallen. Und jetzt hatten wir hier eins, zwei, drei Versuche, die alle gescheitert sind. Der vierte Versuch läuft jetzt hier, der funktioniert bislang. Und so ein Ausbruch über den 50er könnte hier durchaus nochmal so 2, 3, 4 Dollar Bewegung im Ölpreis nach oben bringen. Und das wäre erstmal das, womit ich hier demnächst rechnen würde. Meyer Burger hat eigentlich gute Nachrichten gebracht heute. Trotzdem ist die Aktie 1% unter Druck. Wissen wir aber auch schon, das Ganze ist hier sehr volatil. Irgendwie möchte die Aktie nicht so richtig über den Kurs von 60 Rappen. Also 0,6 Schweizer Franken. Wir schauen uns das Ganze mal kurz an im Kerzenchart. Da sehen wir einmal hier die letzten Widerstandsniveaus. Ja, hier. Und jetzt hatten wir hier mal ganz kurz so einen kleinen Fehlbreakout nach oben. Das ist natürlich nicht besonders bullisch, was wir hier sehen. Jetzt ist die Situation folgende, dass wir hier schon unter diese kleine Trendlinie hier wieder drunter gebrochen sind. Wir laufen jetzt hier in die nächsten Unterstützungsniveaus wieder in diesem Bereich, na, so um 58, 58 Rappen. Wir haben hier etwas tiefer noch die Unterstützungsniveaus. Wenn wir uns die letzten Trendlinien hier noch anschauen, ja, dann ist das diese, die noch ungefähr läuft hier von der Unterseite. Das war eigentlich ganz schön, dass wir hier erstmal jetzt diesen Ausbruch nach oben gesehen haben, aber der ist nun mal nicht nachhaltig. Die ganzen schlechten Nachrichten, die jetzt hier auch aus China gekommen sind, für den Bereich Grundprodukte für Solarzellenbau und so, das macht sich hier alles im Moment irgendwie negativ bemerkbar. Aber die positiven News, die wir heute bekommen haben, hier geht es in dem Bereich Deutschland-Bundle, nennt sich das Ganze. Und zwar hat jetzt hier Meyer Burger in Zusammenarbeit mit Senec GmbH, im Prinzip auch ein Unternehmen aus Sachsen, eine Zusammenarbeit aufgebaut. Senec liefert Energiespeichersysteme, Meyer Burger liefert Solarzellen, und im Deutschland-Bundle hat man jetzt ein Produktportfolio quasi zusammengestellt für Eigenheimbesitzer, die gerne, ich würde mal sagen, den deutschen Produktionsmarkt unterstützen wollen. Denn Meyer Burger ist hier der einzige PV-Anbieter, oder der einzige Anbieter, der eben diese PV-Module baut, die komplett zu 100% aus selbstgefertigten Zellen bestehen. Und Senec baut seine Energiespeicher eben auch in Sachsen, also auch Ware aus Deutschland. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bundle und eine sehr schöne Zusammenarbeit, die wir hier haben. Und wahrscheinlich wird es in der nächsten Zeit immer mehr solcher Zusammenarbeiten geben, weil man natürlich auch, haben wir ja gesagt, sich unabhängiger davon machen will,
Produktion aus China beziehen zu müssen, Teile aus China beziehen zu müssen oder eben auch komplette Solarmodule aus China beziehen zu müssen. Man möchte das immer mehr in den deutschen Markt reinschieben. Und ich denke, da wird Meyer Burger auch noch die ein oder andere Förderung zugutekommen. Und von daher bin ich für die Aktie hier absolut weiter positiv gestimmt. Das, was wir jetzt hier sehen, die Zusammenarbeit mit Sinneck GmbH, ist die erste Kooperation mit einem Systemanbieter von Meyer Burger. Und ich glaube, das ist nur der Start von dem, was hier noch kommt. Also, ich weiß, ich sage immer wieder das Gleiche. Ich bin sehr positiv gestimmt für die Aktie. Der Kursverlauf gibt mir im Moment nicht wirklich recht. Das Ganze läuft hier mehr oder weniger seitwärts. Auch wenn wir uns das Ganze übers letzte Jahr anschauen, sehen wir eben, wir kommen aus einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung hier. Die ist wirklich gut gelaufen. Da ging es von 33 rauf auf über 70 Rappen, also mehr als verdoppelt die Aktie hier innerhalb von ein paar Wochen. Naja, und seitdem laufen wir hier jetzt mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange. Ja, ist natürlich blöd, dass wir jetzt am oberen Ende hier schon wieder hängen geblieben sind. Wir nähern uns jetzt wieder hier der Mitte der Range. Das sollte Unterstützung sein. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass der Verlauf jetzt so geht und wir dann von hier wieder nach oben kommen und dann hoffentlich mal hier in den oberen Bereich reinlaufen, Richtung 65 Schweizer Franken, 0,65 Schweizer Franken so rum. Ja, aber das wäre im Prinzip das, was ich als nächstes hier erwarten würde. Sollten wir nochmal abverkaufen Richtung 50, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mir das auch egal. Ja, das ist ein langfristiges Investment. Solange wir nicht deutlich unter den Bereich 45 hier gehen, würde mich das nicht im geringsten beunruhigen. Und ich sehe das nächste Kursziel für die Aktie eigentlich immer noch, wenn wir es uns hier anschauen, runter von 70 auf 47. Das sind also so 23 Cent, wenn wir die hier draufpacken, oder 23 Rappen, wenn wir die hier draufpacken, dann liegen wir so im Bereich 0,9 Schweizer Franken. Und das ist so das mittelfristige Kursziel, was ich habe für die Aktie. Da ist also meiner Meinung nach durchaus noch Luft nach oben und deswegen behalten wir die auch ganz klar in den Musterdepots, muss man ja sagen, weil das ist, ich glaube, neben Microsoft die einzige Aktie, die ich im Mahlzeit- und im Chartzeitdepot drin habe, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass das gut laufen könnte. So, was haben wir noch? flatexDEGIRO heute gesucht in einem insgesamt schwachen Marktumfeld und das Marktumfeld ist wirklich schwach. Also ich habe es euch ja gezeigt, DAX deutlich mehr als 1% im Minus. Von 40 DAX-Unternehmen waren vorhin, als ich vor der Sendung geschaut habe, 39 negativ. Ich glaube, nur eine SAP war positiv, ganz leicht, der Rest war rot. Jetzt haben wir hier eine flatexDEGIRO in dem Umfeld, die mehr als 1% dazu gewinnen kann. Das ist natürlich schön. Grund ist jetzt hier ein Analysten-Upgrade. Hauck Aufhäuser hat flatexDEGIRO von Hold auf Buy gestuft und hat entsprechendes Kursziel angehoben von 9,60 € auf 10,20 €. 10,20 €, wenn wir jetzt mal hier in den Kerzenchart reingehen, sehen wir, oh, ist das letzte Hoch. Ja, man geht also davon aus, dass die Aktie das letzte Hoch hier wieder erreicht. Und das halte ich auch durchaus für möglich. Der Grund ist ein ganz einfacher. Der Analyst hat hier angegeben, erste Handelsstatistiken sind von ihm ausgewertet worden. Die sind deutlich besser ausgefallen, als er befürchtet hatte. Und dementsprechend hat er jetzt die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis nach oben angepasst. Und das würde jetzt hier die Kaufempfehlung rechtfertigen. Und deswegen gibt er jetzt für die Aktie von flatexDEGIRO eine Kaufempfehlung eben mit dem Ziel, wieder zum alten Hoch hier drauf zu laufen. Wenn wir uns das mal auf Jahresbasis anschauen, dann sehen wir, wir haben auch hier eine Aktie, die sich mehr oder weniger seitwärts schiebt. Wir kommen hier von einem ganz klaren, deutlichen Doppeltop. Da hat die Aktie einen ordentlichen Rutsch gemacht, hier nach unten Richtung 5,90 €. Hat sich dann recht gut entwickelt. Ja, sehen wir hier schöne Aufwärtssequenz. Ja, ziemlich sauber. Und das, was mir jetzt hier ganz gut gefällt, ist, dass dieser letzte Rücksetzer, der gelaufen ist, der hat im Prinzip in dieser übergeordneten Aufwärtssequenz hier nichts kaputt gemacht. Na, im Prinzip könnte die Aktie sogar mittelfristig hier nochmal Richtung knapp über 7 € zurücklaufen. Dann hätten wir hier im großen Timeframe einfach nur so eine A-B-C-Korrektur, die der Markt hier zeigt. Das würde langfristig das Bild erstmal nicht zerstören. Aber wir müssen natürlich auch sehen, ja, diese 10-Euro-Marke hier knapp unter 10 €, das ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Widerstandsniveau, schon alleine hier wegen dem Gap Close. Aber genau auch wegen dieses Gap Closes ist es eine Bewegung, die mich nicht wirklich nervös macht. Ja, es ist normal, das ist recht gut.
abzuschätzen und im Prinzip auch zu erwarten, wenn wir eine Aktie haben, die so ein großes Gap gerissen hat. Wenn dann an dieser Stelle hier das Gap erstmal geschlossen wird, dann ist es oft so, dass die Kurse erstmal abprallen und hier verkauft wird. Wenn ich die flatexDEGIRO-Aktie hier handeln wollen würde, dann würde ich mir jetzt diese Korrekturrange hier anschauen. Diese Korrekturrange. Wenn wir uns das im etwas größeren Bild mal angucken, auf 6 Monate, dann sieht man es hier etwas besser. Also, das hier ist die Korrektur. Wir sehen, dass wir in der übergeordneten Aufwärtsbewegung, die hier gelaufen ist, wenn wir uns die anschauen, diese kleine erste Aufwärtsbewegung, 2 Handelstage nach oben, da sehen wir, die sind unter hohem Volumen hier gelaufen. Und wenn wir uns dann anschauen, diese Seitwärtskorrektur, die jetzt hier gelaufen ist, die ist unter deutlich geringerem Volumen gelaufen und das Volumen nimmt hier auch noch ab. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass wir uns tatsächlich in einer Korrektur befinden und in keinem neuen Trend. Ich würde, wenn ich die Aktie kaufen wollen würde, jetzt darauf warten, dass wir aus dieser Konsolidierung hier nach oben ausbrechen, übers letzte Hoch. Das wäre mein Kaufniveau. Und dann könnten wir sagen, okay, wir stoppen das Ganze hier im Bereich knapp über 8 Euro ab. Dann haben wir so ungefähr 1 Euro Risiko pro Aktie. Erstes Kursziel. Da würde ich mich hier auf Seiten von Hauck Aufhäuser stellen, würde sagen 10,20 Euro, erstes Kursziel. Aber wir wissen ja auch, wir können hier immer noch ein zweites Kursziel generieren, indem wir uns den letzten Rücksetzer anschauen, 2 Euro, den hier oben drauf setzen und dann kommen wir auf einmal auf 12,20 Euro ungefähr hier als zweites Kursziel. Und das wären die beiden Ziele, mit denen ich hier arbeiten würde. Also Ausbruch übers letzte Zwischenhoch wäre ein möglicher Kauf. Stop am letzten Tief, erstes Kursziel 10,20 und dann zu versuchen, die Stops zu trailen und das Ganze Richtung 12,20 Euro vielleicht irgendwo mitnehmen zu können. Das wäre eine ganz gute Idee, finde ich, bei flatexDEGIRO. Airbus, heute, naja, so, ich würde mal sagen, Market Perform minus 0,8%. Wundert mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass die Zahlen, die hier gekommen sind, vielleicht etwas mehr abgestraft werden vom Markt, denn es sind Auslieferungszahlen gekommen. Ja, die zeigen ein Wachstum, aber ich finde sie für die Jahresziele, die Airbus ausgerufen hat, immer noch recht mau. Also die Auslieferungen im ersten Halbjahr sind um 6% gesteigert worden auf insgesamt 316 Flugzeuge. 316 Flugzeuge. Wenn wir das jetzt hochrechnen aufs Gesamtjahr, wenn wir davon ausgehen, dass hier keine größere Steigerung mehr drin ist, wir rechnen das hoch aufs Gesamtjahr, kommen wir auf 632 Flugzeuge, die im Gesamtjahr ausgeliefert werden könnten. Das Ziel von Airbus, was übrigens im letzten Jahr das gleiche Ziel war, was auch schon kläglich verpasst worden ist, sind 720 Auslieferungen. Man möchte in Richtung 720 Auslieferungen kommen. Das heißt, wir müssen hier ordentlich eine Schippe drauflegen. Da, wo es jetzt im ersten Halbjahr 316 Flugzeuge waren, müssten es im zweiten Halbjahr 404 werden. Das ist eine ganze Ecke mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob Airbus das schafft, denn die großen Probleme von Airbus liegen zum einen in der Lieferkette. Das soll sich langsam verbessern. Da ist wohl Fortschritt erkennbar. Aber das zweite Problem ist wohl auch Personalmangel. Man hat auch einfach nicht genug Leute, um mehr zu produzieren. Und das hatten wir uns vor einiger Zeit schon angeschaut, wo wir gesagt haben, ja, ist alles schön und gut, was hier geplant ist. Aber die große Frage für den Markt ist das tatsächlich alles realisierbar? Ja, und wenn ich mir die Zahlen jetzt anschaue, okay, im Juni sind 72 Flugzeuge ausgeliefert worden. Wenn wir bei diesen Auslieferungszahlen bleiben, dann werden auch die 720 Flugzeuge sicherlich übers Jahr ausgeliefert. Also es bleibt ein bisschen unsicher, wie das Ganze hier weiterläuft. Wir können mal einfach auf den Chart schauen, dann sehen wir, die Aktie läuft jetzt Gefahr, hier einen Doppeltop zu generieren. Und zwar hier oben ziemlich genau bei 134 Euro. Das wäre sehr ungünstig. Ja, wenn wir jetzt also unter dieses Niveau hier wegbrechen, dann haben wir eine erhöhte Gefahr für dieses Doppeltop. Dann wäre das erste Anlaufniveau hier unten knapp unter 126 Euro. Und das zweite Anlaufniveau
wäre dann 126 minus 8 hier unten im Bereich 118 Euro. Ja, wo habe ich das her? Naja, ich habe mir einfach angeschaut, was ist denn hier so ungefähr die Höhe von diesem Doppeltop. Die packen wir hier ans Ausbruchsniveau dran und dann kommen wir ungefähr hier auf 118. Das wäre das Korrekturpotenzial, falls diese Formation hier sich zu einem Doppeltop entwickelt. Also das muss man auf jeden Fall jetzt ein bisschen im Auge behalten. Auf der anderen Seite geben uns natürlich solche kleinen Rücksetzer, wie wir sie hier gesehen haben, eben auch immer die Chance, bei einem Ausbruch über dieses mögliche Doppeltop long zu gehen, weil das wäre ein ganz klares Zeichen der Stärke von der Aktie. Und dann haben wir auch hier wieder relativ einfach die Kursziele, nämlich schön, ja, unsere 8 Euro hier oben draufgelegt, dann kommen wir in den Bereich 142 Euro. Und wir könnten, wenn man so einen Ausbruch hier nach oben kauft, die Stops entweder hier oder eben vielleicht, wenn man ein bisschen defensiver ist, hier knapp unter 130 legen. Da hätten wir immer noch fast ein 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Also, das gibt uns hier eine kurzfristige Trading-Chance. Muss man aber aufpassen, dass wir hier nicht vorher nach unten wegbrechen, dann würde sich das Bild deutlich eintrüben. Stellantis habe ich auf der Uhr, finde ich immer noch spannend. Hatten wir uns vor einiger Zeit schon angeschaut, da stand die Aktie so bei 15 Euro ungefähr. Und da hatten wir schon gesagt, Mensch, die sind wirklich günstig bewertet. Die bieten eine gute Dividendenrendite und das Kerngeschäft scheint auch gut zu laufen. Jetzt gibt es hier neue News von Stellantis. Man hat gestern, glaube ich, die erste globale batterieelektrische Designplattform vorgestellt. Man hat jetzt also hier ein komplettes Basismodell, auf dem jetzt einige Modelle basieren werden in Zukunft. Und zwar ist es dieses sogenannte C- und D-Segment von Stellantis. Da sind im letzten Jahr ungefähr 35 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, die zu diesem Bereich C- und D-Segment gehören. Und dafür hat man jetzt diese Batterieplattform. Die soll relativ gut sein. Also das, was hier jetzt gesagt wird, wird, dass wir hier so eine Reichweite bekommen von 435 Meilen. Das wären tatsächlich ungefähr 700 Kilometer. Damit wäre man hier ganz klar Klassenprimus. Ja, und wir haben einige Elektrofahrzeuge aus der Stellantis-Familie, die ganz interessant sind, die auch extrem gute Verkaufszahlen haben, wie zum Beispiel der Fiat 500e, und die eine hohe Kundenzufriedenheit genießen. Also mir gefällt das ganz, ganz gut, was Stellantis hier macht. Und das erste Fahrzeug, was jetzt auf dieser neuen Plattform kommen soll, das wird wohl der Peugeot 3008. Das ist so ein, ja, quasi so ein SUV, so ein Crossover-SUV, der hier kommen soll. Der soll recht gute Ladezeiten liefern. Ich kenne es vom Fiat 500e mit dem großen Akku, dass der auch schon recht gute Ladezeiten hat. Der hat also wirklich ein schönes Schnellladesystem drin. Und der 3008, der soll dann hier innerhalb von 27 Minuten von 20 auf 80% aufladen und dann eben auch eine recht gute Reichweite liefern. So wie ich das beurteile, läuft die Ausrichtung von Stellantis hier in Richtung vollelektronische Fahrzeuge relativ gut. Wir hatten diesen letzten Rücksetzer, der hier gelaufen ist, von knapp 18 Euro runter auf etwas über 14 Euro und dann hat die Aktie hier so ein Doppeltief generiert. Das gucken wir uns noch mal kurz an. Hier und hier. Beide Male knapp über 14 Euro das Tief ausgebildet und dann über dieses Zwischenhoch hier ausgebrochen. Und jetzt sehen wir dieses Zwischenhoch, das liegt so, na, bei 15,60 ungefähr. Das Tief, sagen wir mal, liegt hier so bei 14,10, ist also 1,50 Euro. Dann kommen wir so auf 16 Euro, 17 Euro ungefähr als Kursziel. 17 Euro als Kursziel für dieses Doppeltief, für diese Doppeltiefformation. Und da haben wir hier tatsächlich noch ein bisschen Platz. Und dann kommen wir auch tatsächlich an dieses große Widerstandsniveau hier ran. Sollten wir aber an dieses Widerstandsniveau rankommen, dann sind wir schon aus dieser kleinen Trendlinie, die jetzt hier läuft, nach oben ausgebrochen. Und das ist etwas, was ich hier im Moment ganz spannend finde. Nämlich, wir sind an die Trendlinie rangelaufen und kriegen jetzt hier sowas wie eine Bullflag-Konsolidierung den dritten Tag in Folge. Und ein Ausbruch hier oben drüber, der sollte uns recht schnell Richtung 17 Euro bringen. Dann vielleicht nochmal eine kleine Korrektur. Und dann würde ich auch davon ausgehen, dass wir hier Richtung 18 Euro gehen. Auch wenn wir heute ja, Informationen bekommen haben, dass die Aussichten für den Fahrzeugmarkt in Europa insgesamt nicht so toll sind, glaube ich, dass wir hier eine Aktie vor uns haben mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 3,3.
Da ist durchaus noch Bewertungspotenzial auch nach oben. Und ich denke, je besser sich hier abzeichnet, dass diese Elektrostrategie, die hier gefahren wird bei Stellantis, doch recht gut funktioniert, umso mehr könnte sich auch der Bewertungsaufschlag hier erhöhen und wir könnten locker nochmal Richtung KGV 4,5 oder 5 laufen. Und da hätte die Aktie dann schon nochmal ordentlich Platz nach oben. Dazu ist es so, dürfen wir auch nicht vergessen, wir kriegen hier um die 8% Dividende. Das ist im Moment auch nicht zu verachten. Also ich denke, wir haben eine Aktie, die ist zur Unterseite recht gut begrenzt. Wir haben hier ein sehr, sehr starkes Unterstützungsniveau im Bereich 15 Euro. Das gefällt mir gut, dieses Niveau. Und kriegen hier wirklich eine dicke Dividende, während wir darauf warten, vielleicht Richtung 18 Euro oder höher zu laufen. Wenn wir mal auf den Dreijahreschart schauen, dann sehen wir, wo quasi die letzten Ziele hier liegen auf der Oberseite, nämlich 19,30 € und auf 5 Jahre, na ja, weiter kommen wir gar nicht zurück, weil es die Aktie hier anscheinend noch gar nicht so wirklich länger gibt. Also, wir haben das Ganze in dieser großen, ups, das wollte ich nicht, sondern ich wollte das hier. Wir haben das Ganze in dieser großen Seitwärtsrange, die hier läuft. Wir finden uns im Moment na so ziemlich Mitte der Range, etwas oben drüber und sind quasi auf dem Weg zum oberen Drittel. Und dieses obere Drittel, das kennen wir ja nun schon, oberes Drittel oder oberes Viertel ist immer so Widerstandsbereich. Aber das wäre das, was ich bei Stellantis jetzt erwarten würde, dass wir in diesem Bereich bis 18, 19 Euro hier oben reinlaufen können. Und deswegen finde ich, ist es durchaus eine lohnenswerte Alternative, wenn man im Autosektor, im Automobilsektor aktiv sein möchte, sich hier in der Stellantis das vielleicht mal ein bisschen genauer anzuschauen. Kommen wir zu ein paar Quartalszahlen. Gerresheimer hat Quartalszahlen geliefert. Ja, Medizintechnikanbieter, wie die meisten von euch sicherlich wissen, ja, stellt zum Beispiel die Glasgefäße her, in denen das ist ein Bereich, der ganz wichtig ist im Moment. Zum Beispiel die berühmte Abnehmspritze von Eli Lilly transportiert wird und auch ja die Gefäße, aus denen diese Mittel verabreicht werden. Da gab es ein sehr gutes Wachstum jetzt im letzten Quartal und da geht Gerresheimer tatsächlich davon aus, dass sich dieses Wachstum weiter fortsetzt. Man hat das Ziel, so mit ungefähr 10% Umsatzwachstum pro Jahr zu wachsen. Das scheint im Moment auch ganz gut zu funktionieren. Ja, Umsatz lag jetzt so bei 500 Millionen Euro ungefähr. Der Konsens lag bei 497. Das heißt, auf der Umsatzseite sind die Zahlen etwas besser gekommen als erwartet. Allerdings sind im bereinigten EBITDA die Zahlen etwas schwächer gekommen als erwartet. Da lag der Konsens so bei 109 Millionen fürs Quartal. Und man hat jetzt hier im zweiten Quartal ungefähr 107 Millionen erreicht, ein bisschen mehr als 107 Millionen, also knapp unter den Erwartungen. Das reicht aber anscheinend für den Markt, zumal sich die EBITDA-Marge insgesamt deutlich verbessert hat. Von 20,3 ging es auf 21,5%. Und das scheint dem Markt erstmal zu reichen, die Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt wohlgemerkt, erstmal hier 2% nach oben zu schieben. Und das bedeutet am Ende für uns immer, Mensch, wenn heute insgesamt ein starker Tag wäre, dann wäre wahrscheinlich die Gerresheimer hier schon übers letzte Hoch über 137 nach oben ausgebrochen. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Bringt für uns jetzt aber vielleicht wieder eine Trading-Chance, nämlich wenn es tatsächlich über 137 hier nach oben läuft, dann hätten wir halt die Möglichkeit, dieses Kursziel oder auf dieses Kursziel von 113 hier zu setzen, nämlich das letzte Hoch, was wir gesehen haben bei Gerresheimer. Und auch hier können wir es natürlich wieder so machen. Wir schauen uns die Korrektur an von 113 hier runter auf 100. Wenn diese Korrektur jetzt beendet ist und wir sehen hier, dass wir über die 110 auch drüber laufen, dann kommen wir in den Bereich der neuen Kursziele und das liegt dann so bei 126 Euro. Das wäre also durchaus möglich. Und jetzt kommt aber die Einschränkung. Die Einschränkung ist, wir haben hier ein Kursgewinnverhältnis von 27. Ja. Das ist nicht gerade wenig. Ja, die Aktie war auch schon mal über 30. Da hatten wir aber auch Phasen, wo es fundamental insgesamt für den Markt doch noch etwas besser aussah als jetzt aktuell. Und von daher würde ich sagen, puh, die ist schon ziemlich hart am oberen Ende der Bewertungsskala angekommen. Ich würde hier nicht viel Bewertungsaufschlag noch zulassen wollen. Das würde bedeuten,
Wenn es das Unternehmen schafft, weiter mit 10% pro Jahr zu wachsen und die Marge eben auch entsprechend gut weiterläuft und man kommt eben vielleicht auch so Richtung 10% EBITDA-Wachstum im Jahr. Eigentlich möchte man mehr erreichen. Man möchte mittelfristig bei Gerresheimer die jetzige Marge von 21,5% durchaus noch weiter erhöhen in den Bereich 23 bis 25. Und das könnte auch der Grund sein, warum die Anleger hier heute kaufen, ja, warum man sagt, okay, wenn wir davon ausgehen, dass die Umsätze mit 10% pro Jahr weiter steigen, die EBITDA-Marge nimmt aber noch weiter zu, dann kommen wir vielleicht so auf ein EBITDA-Wachstum von 12-13% hier. Und das würde natürlich noch ein bisschen Bewertungsaufschläge zulassen. Aber ich glaube, spätestens, wenn wir so in den 30er-Bereich kommen, weiteren oberen 20er bis 30er-Bereich, da ist dann tatsächlich ein Ende der Fahnenstange erreicht und dann haben wir wirklich nur noch das, was an Umsatz- und Gewinnsteigerung hier drauf kommt, was den Kurs weiter nach oben schieben kann. Und da sind wir eben insgesamt, müssen wir ganz klar sagen, auch für den ganzen Biotech- und Pharma-Bereich, im Moment in einer etwas schwierigen Phase. Die Aussichten sind nicht so toll, wie man sich das wünschen würde. Und von daher würde ich auch die Wachstumsfantasien bei Gerresheimer hier nicht übertreiben wollen. Ich würde eher versuchen, die Aktie in Rücksetzern ins Depot zu nehmen, wenn ich sie denn haben wollen würde. Und da würde sich hier zum Beispiel dieser Bereich anbieten, der ein recht starkes Unterstützungsniveau ist, so im Mitte 90er Bereich. Na, wenn wir also nochmal sehen, dass wir hier in eine weitere Korrektur reinkommen, nochmal unter die 100 Euro Marke rutschen, dann wäre das ein Niveau, wo es durchaus interessant wäre, sich die Aktie langfristig ins Depot zu nehmen. Jetzt zum aktuellen Kurs wäre es mir persönlich zumindest ein Ticken zu teuer. Ganz anders sieht das aus bei Redcare. Redcare Pharmacy, vormals Shop-Apotheke, betreibt eben jetzt auch immer noch diese große Shop-Apotheke-Plattform, hat aber auch eben neue Bereiche mit dazugekriegt. Ja, und zwar zum Beispiel diesen Bereich Mediservice AG. Und Mediservice AG, mit dem man sich jetzt hier zusammengetan hat, ist ja ein Bereich, der überwiegend oder eigentlich fast ausschließlich verschreibungspflichtige Medikamente verkauft. Und gerade dieser Bereich verschreibungspflichtige Medikamente, der wird natürlich jetzt durch das Segment E-Rezept auch nochmal eine ganze Ecke weiter anziehen. Das ist ja das, worauf wir bei der, schon damals, als die Shop-Apotheke hieß, die ganze Zeit drauf gesetzt haben und wir gesagt haben, fundamental läuft es wirklich gut für Redcare Pharmacy. Und wir setzen parallel dazu noch darauf, dass das E-Rezept kommt, was hier noch einen zusätzlichen Turbo bringen würde. Also, Redcare Pharmacy, schauen wir uns mal kurz den 52-Wochen-Chart an. Dann sehen wir, wenn wir hier in den Kerzenchart reingehen, dass wir jetzt aktuell über die Aktie kaufen, die eine relative Stärke hat. Wir hatten die Aktie zu dem Zeitpunkt schon im Depot. Ich habe nicht mit dem Gedanken gespielt, die herzugeben. Und dementsprechend passiert jetzt eigentlich mehr oder weniger genau das, was wir erwartet haben, nämlich, dass diese News, die den Kurs hier runtergebracht haben, für nichts anderes gesorgt haben, als dass hier neue Käufer reingekommen sind, die festgestellt haben, oh, wir können diese Top-Aktie jetzt hier ein bisschen günstiger kaufen. Wir sind dann hier relativ schnell aus diesem Dreieck auch nach oben ausgebrochen, sehen jetzt die Bewegung, die hier läuft. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, wir sind hier von 100 runtergekommen, so auf 82, 83 Euro, sagen wir mal 17 Euro. Das liefert uns jetzt hier schön das Kursziel nach oben. Das wäre nämlich so der Bereich 117 Euro für die Redcare Pharmacy Aktie als nächstes Kursziel. Wenn wir jetzt auf die Dreijahresbasis schauen, dann bleibe ich einfach mal dabei. Wir haben natürlich hier in diesem Bereich 117, was wir jetzt auch so ungefähr als Kursziel haben, wir haben in diesem Bereich hier ein ganz starkes Widerstandsniveau. Und deswegen gehe ich auch davon aus, wenn dieses Kursziel erreicht wird, dass wir vielleicht erstmal hängen bleiben, ein bisschen konsolidieren, eine Korrektur sehen, whatever, irgendwas, dass der Kurs sich ein bisschen auspendelt, ein bisschen beruhigt und dann im nächsten Schritt aber durchaus weiter nach oben läuft. Und zwar meinetwegen hier gerne bis in den Bereich über 150 Euro. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was hier passiert ist. Klar, das war natürlich hier Corona-Phase. Na, da war natürlich Shop-Apotheke die Aktie schlechthin hier mit am deutschen Aktienmarkt, die hier wirklich brutal gelaufen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich im Moment hier sehe, mit den Übernahmen, die laufen, mit den Partnerschaften, die hier eingegangen werden von Redcare Pharmacy, mit dem stationären Apothekengeschäft, was mehr und mehr ausstirbt, mit der Einführung des E-Rezepts,
Ich halte das für durchaus möglich, dass die Aktie nochmal an die Allzeithochs um 250 Euro ranläuft. Ja. Nicht auf Sicht der nächsten ein, zwei Quartale, gar keine Frage. Aber langfristig ist das durchaus ein Potenzial, was meiner Meinung nach hier drin ist. Und dementsprechend hat das Unternehmen auch inzwischen den Burggraben, der so groß ist, ja, dass wir ja wirklich eigentlich nur Doc Morris so als ernstzunehmende Konkurrenz hier drin haben. Und es läuft schlicht und ergreifend bei Redcare deutlich besser. Und das, was wir jetzt eben hier sehen, das, was ich gerade gezeigt habe, wir sind im Bereich um 100 Euro hier an ein starkes Widerstandsniveau rangelaufen, haben jetzt hier auf Wochensicht so eine kleine bullische Konsolidierung gesehen und sehen jetzt gerade diesen Ausbruch, der hier nach oben läuft. Ja, und das sollte uns doch jetzt recht dynamisch in den Bereich 117, 120 Euro bringen. Da bleibe ich dabei. Das ist erstmal mein Kursziel und dementsprechend ja, bin ich hier weiter sehr, sehr positiv gestimmt für die Aktie. Wenn wir uns das Ganze anschauen, was jetzt im ersten Quartal hier, im zweiten Quartal gelaufen ist, die Umsätze sind um 47% nochmal angestiegen. Über 420 Millionen Umsatz. Ja, und da sind natürlich jetzt die Mediservice AG Umsätze mit dabei. Wenn wir die abziehen, dann liegen wir aber immer noch bei einem Umsatzwachstum von 26%, quasi für dieses Shop-Apotheke-Kerngeschäft. Die Non-Rx-Umsätze, das sind Umsätze von Medikamenten, die nicht verschreibungspflichtig sind, sind hier bei Redcare 27% angestiegen. Ja. Seit 2018 kann Shop-Apotheke oder eben jetzt Redcare in jedem Quartal ein zweistelliges Wachstum hinlegen für nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Das ist ein Statement. Ja, und von daher, ich habe diese Abwärtsbewegung, die in der Aktie hier gelaufen ist, für hoffnungslos überzogen gehalten. Das war ein schöner Bereich, hier unten irgendwo langfristig in diese Aktie einzusteigen. Auf dem Weg nach oben haben sich einige Chancen geboten und für die Nachzügler bieten sich jetzt hier beim Ausbruch über 100 Euro immer noch Chancen einzusteigen. Also mir gefällt das alles fundamental extrem gut, was hier bei Shop Apotheke oder Redcare läuft und dementsprechend bleibt die Aktie in allen Depots hier drin. Südzucker. Ja, Südzucker, wie immer, eigentlich gutes Quartal in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, die wir hier gesehen haben. Wenn wir mal auf den Kursverlauf die letzten 3 Jahre schauen, dann sehen wir, wann sich hier die Tiefs ausgebildet hatten, nämlich im März 22. Und seitdem läuft das Ganze hier wie geschnitten Brot. Ich kann mal schauen, ob ich hier vielleicht ein Zuckerpreis, genau, da haben wir ein Zuckerfuture hier überlagern kann. Da sehen wir das eigentlich ganz gut. Mittelfristig orientiert sich die Südzuckeraktie natürlich auch am Zuckerpreis, gar keine Frage. Na, und wenn wir jetzt mal hier schauen auf Jahresbasis, da sieht man das vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Wenn der Zuckerpreis schwächelt, dann schwächelt auch die Aktie. Wenn der Zuckerpreis anzieht, dann zieht auch die Aktie an. Ja, da haben wir hier genug Phasen, in denen wir das immer wieder eindrucksvoll sehen. Zuckerpreis zieht an, Südzuckeraktie zieht an. Ja, Zuckerpreis kommt runter, Südzuckeraktie fällt. Und jetzt schaut euch mal an hier, das war zuletzt die Bewegung im Zuckerpreis. Preis. Südzuckeraktie springt auch wieder an. So, jetzt müssen wir aber insgesamt eben mal schauen, wie sieht es denn hier aus auf 3-Jahres-Basis? Und wir hatten hier vor einiger Zeit, wir hatten die Südzuckeraktie ja immer mal wieder hier in der Betrachtung drin. Und ich habe gelesen gestern, als wir über Crop Energies hier berichtet hatten, über dieses wirklich schwache, maue, schlechte Quartal von Crop Energies, wo ich auch gesagt habe, das wird ein Drag auch für die Südzuckeraktie. Da hatte ich gelesen, dass irgendwer im Chat geschrieben hat, Mensch, war der Görsch nicht super positiv eingestellt für Südzucker? War da nicht irgendwas? Ja, war der. Hat sich auch nicht groß verändert. Aber das, was ich euch eigentlich die ganze Zeit gesagt habe, ist, das hier ist die große Seitwärtsrange und wir waren zu den Zeitpunkten, wo wir uns die Aktie angeschaut hatten, bei 13 Dollar, bei 13 Euro, bei 15 Euro hier auf dem Weg nach oben, waren wir immer dabei und haben gesagt, hey, wir rechnen so mehr oder weniger hier mit dem Erreichen des oberen Endes der Seitwärtsrange, 17, 18 Euro. Vielleicht im nächsten Schub dann auch mal so Richtung 20, 21 Euro. Halte ich durchaus auch immer noch für möglich. Und wenn wir uns die Sequenz hier anschauen auf Wochenbasis und gucken mal einmal kurz hier rein, dann sehen wir, wir haben hier ein Hoch, ein Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch und, ah, siehe da, ein höheres Tief. Also hier ist alles in Ordnung.
Ja, sequenzmäßig sind wir hier ganz klar verortet mit steigenden Tiefpunkten. Auf der Oberseite hier haben wir steigende Hochpunkte. Naja, und jetzt würden wir im Prinzip erwarten, dass der Ausbruch hier nach oben erfolgt. Und wenn wir jetzt mal gucken, falls dieser Ausbruch nach oben erfolgt, dann haben wir hier die Korrektur von 19 runter so auf 15,50. Das sind also so 3,5 Euro, würde uns hier in den Bereich 22, 22,50 als Kursziel bringen. Das ist das langfristige Kursziel, was wir für die Südzucker-Aktie hier schon mal ausgerufen hatten. Na, und der Rücksetzer, der hier zuletzt gelaufen ist, der ist in der Dynamik auch nicht wirklich überraschend, weil wir eben auf Wochenbasis hier so einen kleinen Fehlbreakout gesehen hatten. Mit diesem kleinen Fehlbreakout, die Range, die sich hier entwickelt hat, dadurch, dass der Ausbruch nicht hier nach oben stattgefunden hat, sondern hier nach unten, ist es recht normal, dass dann erstmal die nächsten Unterstützungslevel getestet werden. Das war das hier. Das ist das große Kaufniveau. Und siehe da, genau da ist die Aktie hängen geblieben. Gucken wir uns jetzt das Ganze auf Jahresbasis im Tagesschart an. Dann sehen wir hier die letzte Sequenz auf Tagesbasis. Ja. Schön steigende Hochpunkte, steigende Tiefpunkte. Wir sind jetzt aus dieser Korrekturrange hier ausgebrochen. Zack, ja, hatten hier eine kleine Korrekturformation, sind hier ausgebrochen. Das heißt, nächstes Kursziel erstmal wieder hier oben um knapp 19 Euro. Schon wieder hat Südzucker die Prognose erhöht. Anders kann man es nicht sagen. Das ist inzwischen schon Standard geworden. Bei allen Quartalszahlen, die hier geliefert werden, manchmal auch schon bei den vorläufigen, werden irgendwie die Kursziele oder überhaupt die Ziele fürs Unternehmen erhöht. Umsatz ist im letzten Quartal jetzt um 11% gestiegen. Operatives Ergebnis ist um über 70% gestiegen. Nettogewinn ist um 50% gestiegen. Das sind brutal gute Zahlen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass Crop Energies wirklich schlecht läuft. Aber es ist der einzige Geschäftsbereich, der schlecht läuft. Das Kernsegment von Südzucker ist nach wie vor Zucker. Da ist der Umsatz um 27% angestiegen, obwohl die Absatzmengen zurückgegangen sind. Das heißt, dynamischer Preisanstieg, von dem Südzucker hier profitiert und eben auch immer noch profitiert. Also die Preise im Durchschnitt immer noch sehr hoch und wir haben es gerade gesehen, als wir auf den Zuckerpreis geschaut haben, weiter steigend. Segment Spezialitäten, wo wir Fertiggerichte und sowas drin haben, Tiefkühlprodukte. Umsatz 18% gestiegen, ja, läuft wirklich gut. Segment Frucht, Umsatz um mehr als 10% gestiegen, es läuft wirklich gut. Und das, was jetzt eben passiert, ist, der Umsatzausblick ist gleich geblieben. 10,4 bis 10,9 Milliarden Euro Umsatz. Das ist wirklich ordentlich und es wäre das erste Jahr, in dem Südzucker über 10 Milliarden Umsatz generiert. Dabei ist man geblieben, das erwartet man nach wie vor, Umsätze über 10 Milliarden. Auf der Gewinnseite hat man aber nach oben erneut angepasst. Man geht jetzt von einem operativen Ergebnis aus, vorher 725 bis 875 Millionen Euro. Jetzt 850 bis 950 Millionen Euro. Der Bereich, der dafür verantwortlich ist, ist das wichtige Kernsegment Zucker. Man sieht hier, die Preise sind hoch, die bleiben hoch, die steigen vielleicht weiter und entsprechend schiebt man das Ganze weiter nach oben. Also ich bin immer noch positiv gestimmt für Südzucker. Da hat sich nichts dran geändert, auch durch die Crop Energies Zahlen nicht. So, Zwiebel des Tages hier heute, SUSE, Mensch, minus 15% nach unten. Ja, Linux Software Spezialist. Ist ein Segment, wo ich keine Ahnung von habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Linux ist so ein Betriebssystem, habe ich noch nie so richtig verstanden, wofür das da ist. Aber das liegt sicherlich an meiner Unwissenheit und nicht daran, dass Linux nicht benutzt wird. Wir sehen aber den Kursverlauf. Wir kommen von 43 Euro. Wir sind ganz klar in einem Abwärtstrend verortet. Die Zahlen, die heute gekommen sind, die sind schlecht erwartet worden und sind sogar noch schlechter geliefert worden. Dieser Abwärtstrend hier hat weiterhin Bestand. Wenn wir uns diesen Trend anschauen, dann sehen wir, es wäre sogar zu erwarten, dass die Aktie hier vielleicht noch in Richtung 5 Euro läuft. Kann man sich kaum vorstellen, aber ist durchaus möglich. Der Umsatz lag bei 162 Millionen, 166 war das, was die Analysten erwartet hatten. EBITDA lag bei 52 Millionen, 55 sind erwartet worden. Nettoverlust ist von 13 Millionen auf über 30 Millionen angeschwollen. Vertragsvolumen rückläufig, alles nicht schön. Ja, die Analysten haben reagiert. Die erste kleine Analysehäuser haben ihre Kursziele hier reduziert. Geht jetzt hier bei Numis so rum, bei Numis runter auf 12 Euro.
vielleicht immer noch ein bisschen hochgegriffen. Also mich veranlasst hier gar nichts, die Aktie ins Depot reinzunehmen. Ich will mir die nicht mal genauer anschauen. Das sieht fundamental und charttechnisch im Moment so schlecht aus, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie es schlechter werden könnte. Und deswegen, Suse, ich würde die Finger davon lassen. So, gucken wir mal ganz kurz noch auf die Charts. Ich überlege, bei Südzucker noch nachzulegen, vielleicht aber erst nach dem Dividendenabschlag. Kann man auch vorher schon machen. Ja, dann hat man ja die Dividende, die man mit aufs Konto kriegt. Also Südzucker per se finde ich gar nicht so schlecht. Und wir hatten uns ja auch, glaube ich, mal den Zuckerpreis ein bisschen genauer angeguckt und hatten da auch auf die Saisonalitäten geschaut. Und die Saisonalitäten für den Zuckerpreis, die sind gegen Ende des Jahres gar nicht so schlecht. Also haben wir auch eine gute Chance, dass jetzt übers zweite Halbjahr der Zuckerpreis nochmal dann weiter anzieht und das dann vielleicht im Kerngeschäft sogar noch besser läuft als ursprünglich erwartet, würde mich nicht mal wundern, wenn wir im nächsten Quartal wieder eine Prognoseerhöhung sehen. Ja, also gar nicht so schlecht alles. Okay, Rally, ja, der kann vielleicht was dazu sagen. Bei ihm läuft seit 2005 ausschließlich Linux. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von, aber zumindest sehen wir, vielleicht ist auch das Problem bei Suse, dass sie eben etwas europalastiger sind und dass es hier doch im Moment so ist, dass die Ausgabenseite der Firmen viel, viel stärker kontrolliert wird, als das in Amerika der Fall ist, weshalb wir sehen, dass in Amerika Softwareprodukte, Softwarehersteller im Moment deutlich besser performen, weil auch viel Geld da in KI, in Cloud und so weiter gesteckt wird. Bei Suse, ja, haben wir gesehen, es werden Verträge verschoben. Die durchschnittliche Vertragsdauer hat sich verkürzt für Suse-Verträge. Ich weiß nicht, wann da Schicht im Schacht sein sollte. Also ich glaube, solange wir hier sehen, dass die Wirtschaft rückläufig ist, und das sehen wir eben im Moment, und das sehen wir auch noch an den Quartalszahlen, solange es so bleibt, dass die Wirtschaft bei uns rückläufig ist, wird sich wahrscheinlich die Auftragssituation bei Suse nicht verbessern. Gasil fragt, HelloFresh halten oder verkaufen? Schauen wir doch mal kurz. Zumindest mal schnell, was der Chart sagt. HelloFresh. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Also, sieht so ein bisschen hier vielleicht sogar nach Trendwende aus. Wir haben ja das hier, was wir zuerst immer sehen wollen als Trader oder als Investoren. Wir haben hier relativ klar steigende Tiefpunkte. Das ist erstmal gut. Wir haben noch keine steigenden Hochpunkte. Das macht das Ganze ein bisschen risky. Aber wir haben ein Widerstandsniveau, das liegt hier erstmal noch eine Ecke höher, so um 27,50 Euro. Da ist also durchaus noch ein bisschen Platz nach oben. Ich glaube, wenn ich sie im Depot hätte, würde ich sie noch etwas halten, weil wir sehen halt, das ganze Level hier ist doch arg muted. Und wenn wir uns jetzt mal die charttechnische Konstruktion hier anschauen, dann sehen wir, wir haben hier sowas wie ein Doppeltief, haben hier nochmal ein tieferes Tief und haben jetzt hier ein etwas höheres Tief generiert. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier vielleicht auch nochmal ein zweites Tief sehen, dass wir dann insgesamt hier in so eine grobe, übergeordnete SKS-Formation kommen, die uns dann mit dem Ausbruch über diese Niveaus das neue Kursziel aufzeigt. Ja, da haben wir hier oben 28 Euro, hier unten liegen wir bei 15 Euro, sind so 13 Euro, würde ein Kursziel bei 41 liefern, dass wir hier zumindest mal ein langfristiges Kursziel, so um die 40 Euro für die HelloFresh-Aktie, durchaus möglich. Also ob man die jetzt hält oder hergibt, ich glaube, das hängt stark damit zusammen, wo man sie gekauft hat. Wenn ich sie hier unten irgendwo am Tief erwischt hätte, dann würde ich definitiv so spätestens ab 26 Euro hier erste Teilgewinne mitnehmen, ganz klar. Einfach nur, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Und am Ende ist es so, wenn wir diese Teilgewinne irgendwo realisieren, dann macht uns das bei den Aktien oft zu einem besseren Halter. Dann ist es einfacher, die über längere Zeit zu halten und vielleicht dann am Ende hinten raus auch noch stärker zu profitieren, als es mit der Gesamtsituation möglich wäre. Hat noch jemand Vonovia oder schon alle raus? Okay. Oh, was haben wir denn hier jetzt? Das wollte ich doch gar nicht. Wie kriege ich das denn hier wieder weg? So, okay. Was haben wir noch?
Mann, ich habe doch schon keine Haare. Ich kann doch gar nicht mehr aussehen wie ein Mädchen. Was sagst du zu Twilio? Bullflag mit Ausbruch. Ah, Twilio ist so ein bisschen ein schwieriger Kandidat im Technologiesektor in Amerika. Da schauen wir auch noch mal ganz kurz drauf, aber da möchte ich auf den US-Chart schauen. So, einmal kurz in die Chartansicht, dann wird es ein bisschen größer. Ja, finde ich ein bisschen tricky. Hat ein schönes Unterstützungsniveau hier unten, gar keine Frage. Ja, das ist ein schönes Support-Level. Ja, Bullflag, vielleicht, wenn wir auf den Wochenchart schauen. Naja, auch nicht wirklich, ne? Dafür sind wir hier noch ein bisschen zu weit unten. Also eine Bullflag sehe ich jetzt hier erstmal noch nicht. Das ist im Prinzip, naja, maximal so eine Seitwärtskonsolidierung, die hier läuft. Und wir sind auch komplett innerhalb dieser einen großen Tageskerze, die hier gelaufen sind. Die ganze Range jetzt so zwischen 62 und 70 Dollar ist quasi informationsfreier Raum. Also ein Kauf wäre im Prinzip erst sinnvoll möglich hier über 70 Dollar. Da haben wir aber das Problem, dass wir direkt hier oben auf der Oberseite hier schon das erste Mal so bei 76 und dann auch hier bei 80, das zieht sich rüber bis hier drüben, bei 80 Dollar ein ganz, ganz starkes Widerstandsniveau haben. Und deswegen gefällt mir die Twilio-Aktie im Moment nicht so gut vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ist es halt einfach nichts, was ich irgendwie haben wollen würde. Ich würde, glaube ich, die Finger rauslassen. Ob das für euch passt oder nicht, müsst ihr am Ende immer selber wissen. Mein Trade-Setup wäre es nicht. Mir ist die Aktie auch nicht genug gelaufen im Sog von diesen ganzen Technologieaktien, die wir gesehen haben. Wenn wir uns anschauen, wo die herkommen, hier von 450 Dollar, wir hängen hier immer noch fast am Tief. Also ich weiß nicht, wär nicht mein Investment. Ja, alles klar. Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich bei euch, sagt bis morgen, profitable Trades für euch, macht's gut und bye bye. Thank you.